So Leute, und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Der letzte Stream war richtig Real Talk. Vielleicht ist mein Problem, dass ich mich auf YouTube einfach zu sehr verstelle. Danke, Florian. Moin, Rainer. Servus, Don Canalie. Was habe ich gerade gesagt gehabt? Habe ich gerade echt Kilian gesagt? Kasche wieder entbannt? Ich weiß es nicht, tatsächlich, keine Ahnung. Grüße Tex, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Kopf hoch Drache. Es wird ablaufen wie immer. Du wirst stärker aus der Sache
rausgehen, als du vorher warst. Die Frage ist eher, wie stark ein Mensch werden kann. Moin moin, servus und nochmal willkommen. Servus Tobi. Die Aktion, wo hier gestern abgelaufen ist, wird übrigens im nächsten Vlog auch zu sehen sein. Den habe ich schon ein bisschen hochgeladen, bin aber jetzt wie hier im Stream natürlich erstmal rausgegangen. Den lade ich aber heute noch hoch. Der kommt direkt nach dem Stream, werde ich den weiter hochladen. Der dauert etwa 2,5 Stunden noch. Also sagen wir mal, in 3, vielleicht 4 Stunden ist der online. Je nachdem, wie lange ich jetzt streame. Hallo Drache, servus. Servus Lil, servus Golden Axe. Nicht so, wie stark ein Mensch werden kann. Naja, alles hat Grenzen. Alles hat Grenzen. Grenzen, die wir uns selbst auferlegen, Grenzen, die anderen auferlegen, Grenzen, die man einfach natürlich hat. Freue mich schon auf den Weg. Auf den Vlog. Achso. Ja, wie gesagt, der kommt dann heute. Das ist so lächerlich erbärmlich gewesen, ey. Das habe ich zwar nicht mehr im Video gefunden, das war also irgendwo auf dem Handy, müsste das noch sein. Auf der einen Seite beschweren sich die Hater immer und zeigen mich immer an, weil ich Leute mit Sachen beschmeiße. Wenn aber Leute hergehen und mich mit Sachen beschmeißen, interessiert das keine alle Drecksau. Wisst ihr? Irgendwie ist es lächerlich. Also wäre jetzt völlig egal, was die machen, das ist legal. Wenn ich irgendwas mache, ist es genau das Gegenteil. Obwohl es eigentlich legal sein sollte. Wobei das Bewerfen natürlich nicht unbedingt legal sein sollte. Aber... ja, bei den Hatern wird das ignoriert, bei mir nicht. Das meine ich damit. Sind die Typen dann weggegangen oder haben die dich beleidigt? Die Polizei hat die aufgegriffen. Das war dann zu dem Zeitpunkt, dass ich reingekommen bin wieder. Das Video ist natürlich unscharf gemacht mit dem Handy, damit man die Typen nicht sieht. Oder damit man die Typen halt nicht erkennt. Habe ich extra unscharf gemacht. Was ist denn passiert? Ein Haufen Scheiße. Ich möchte ehrlich gesagt eine Weile drüber reden. Das wird nie passieren, Golden Axe. Ich glaube, es reicht, wenn ich Tom sage, oder? Christiana, Dankeschön für die 50 Likes. Nein, es ist nicht erlaubt vorbeizuschauen. Mich zu belästigen schon zweimal nicht, weil Belästigung ist definitiv nicht erlaubt in Deutschland. Ich verstehe nicht, warum man die Privatsphäre von anderen Leuten nicht respektieren kann. Servus Fixi. Alles klar bei dir? Ich bin ja froh, dass sie dich nicht gestern rausgehauen haben, ey. Das mit Kakashi ärgert mich richtig hart. Ich bin die Klimakatastrophe, ich bin die Klimakatastrophe, ich bin die T-Shirt gerade und ich bin die Klimakatastrophe.
Ballschlag im Sinne von Fan gibt's nicht. Mich zu belästigen ist nämlich keine. Mich zu belästigen ist nicht schön. Das ist einfach keine Fanaktion, wenn man jemanden belästigt. Finde ich einfach nicht. Meine Definition von Fans ist, dass Fans auch respektieren, dass man ein Privatleben hat. Das ist meine Definition von Fan. Ein bisschen besser geht's mir. Ein bisschen besser geht's mir, Fixi. Mal an die Aktion gestern denke ich jetzt nur, wie ich im Stream gerade. Ansonsten habe ich gerade ein bisschen Tingle Ruby Roosies. Rosie Ruby Lands gesehen. Schaut. Ein bisschen hochgeladen, ein bisschen Videos bearbeitet und das war's eigentlich. Den Vlog habe ich gestern Abend noch bearbeitet, dass ich hochladen kann. Habe jetzt über Nacht 2 Folgen Retro Diaries hochgeladen. Weil es sind 4 Parts, die kommen heute und morgen. Also morgen kommen nochmal 2 und dann ist das Let's Play schon beendet. Voll dumm. Lange, danke schön für 50 Bannen. Ja, Fantreffen zu machen ist jetzt so einfach, wie du das vielleicht vorstellst. Ein Fantreffen macht man nicht bei sich zu Hause. Und die Sache mit dem Posterverkauf war echt das Dümmste, was ich mir einfallen habe lassen. 2016 war es okay, war auch sinnvoll, aber jetzt 17 und auch 18 keine gute Idee, deswegen gibt es das auch nicht mehr. Ich denke, ich werde auch demnächst den Shirt-Shop bei Spreadshirt wieder machen, weil es mit T-Shirt hat sich ja erledigt. Fraba, Dankeschön für 500 Barren. Wobei ich echt sagen muss, dass ich das echt schwach finde. Naja. Wegen Sicherheit etc. Was? Manfred, bitte lass es. Mike, danke schön für 50 Barren. Servus Timo. Es gefällt mir, Thomas. Schön für dich. Freut mich. Geht's das? Ich bin allein, weißt du, wie es ist? Nein, das weißt du nicht, bitte.
Kodiger Paul, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Es sind ganz schön viele Abonnenten da gerade. Es sind auch 96 Abonnenten mittlerweile, alter Falter. Bibit, ich hatte eigentlich vor, aber das Problem ist, dafür fehlen mir die finanziellen Mittel. Was ich gerne machen würde, wäre einen richtigen Laden aufmachen. Wirklich einen stationären Laden in Erlangen oder in Nürnberg oder so, wo ich dann die Sachen verkaufen kann. Wo ich richtig Merchandise verkaufen kann. Anfangs vielleicht erstmal nur mein Zeug und wenn der Laden gut läuft, dann vielleicht auch mal mit anderen YouTubern oder mit anderen Streamern oder mit anderen Merchandise-Leuten zusammen. Gibt ja nicht nur YouTube und YouNow und so weiter. Oder Twitch, es gibt ja auch zum Beispiel irgendwelche Sänger oder irgendwelche Musiker oder so. Außerdem könnte man dann auch hergehen und könnte andere Leute fördern dadurch. Das ist eigentlich mein langzeitlicher Plan gewesen. Grüßotext, dankeschön für die 500 Barren, vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool von dir. Hast du gerade einen Tausender rausgehauen, Alpe? Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Du hast mein Abo nicht gesehen. Walter, dankeschön fürs Abonnieren. Tut mir leid, habe ich anscheinend übersehen. Keine Absicht. Willkommen bei den Drachis. Das wäre nice. Ja. Das Problem ist bloß die finanzielle Unterstützung dafür. Da bräuchte ich erstmal finanziell was weiß ich alles. Und ganz ideal bräuchte ich dann auf lange Sicht halt auch den ein oder anderen Mitarbeiter, der dann da sich darum kümmert, das zu verkaufen. Dann muss der A erstmal Leute finden und B muss es dann erstmal, muss ich mein Gewerbe erstmal ummelden auf eine, oder muss mein Gewerbe erweitern. Das ist alles nicht so einfach. Warum kann man nicht als normaler Zuschauer in einen Chat schreiben? Weil der Abo-Button an ist, weil ich keine Lust habe auf Leute, die mich beleidigen die ganze Zeit. Wie viel kriegst du von den 5 Euro Abonnenten? Das fragen mich immer wieder Leute, Fixi, ich weiß es nicht. Und selbst wenn, würde ich es nicht sagen, weil darüber redet man nicht. Stockinator, Dankeschön für 50 Likes. Wäre schon cool, sowas gibt es ja auch noch nicht. Ja, das Problem ist bloß sowas umzusetzen, finanziell. Du bräuchtest Räumlichkeiten, du bräuchtest das Zeug zum Verkaufen, das heißt wirklich Poster in 5 verschiedenen Größen im Idealfall. Dann bräuchtest 20, 30 verschiedene Poster, dann bräuchtest Tassen und Patches und kommt halt darauf an, was du halt alles anbieten willst. Also Sortiment und alles wäre kein Problem, hätte ich locker, also an Zeug, was ich verkaufen möchte, hätte ich genug Ideen für Sortiment. Dann brauchst du aber, wenn du sowas dann magst, dann brauchst du aber das Problem, dass du auch Druck brauchst, dann musst du alles auch drucken lassen können, also Tassen musst du extra drucken lassen, weil der Textildrucker wird keine Tassen drucken im Normalfall, gibt es zwar auch, wo sich auf andere Sachen noch mit fokussiert haben, die haben sich auf T-Shirt oder so oder auf Textilien spezialisiert. Aber die machen halt auch andere Sachen. Aber dann brauchst du halt, dann musst du dich auch immer von der Qualität überzeugen. Alles nicht so einfach. Ja, der von gestern sind schon lange weg.
Die haben gestern, wie ich reingekommen bin, wieder, haben die schon Probleme mit der Polizei gehabt. Wäre ja cool, wenn du Sponsor hättest. Mit Sponsoren hätte ich viel mehr Möglichkeiten. Da könnte ich auch generell auf YouTube mehr machen. Hätte ich auch am besten Rechner da oder so. Aber ja, die Hater machen alles kaputt. Mach bitte neuen Merch. Auf Seedshirt, auf Spreadshirt ist es halt extrem teuer im Vergleich zu Seedshirt. Auf Seedshirt haben die halt 5 Euro gekostet oder was, und auf Spreadshirt haben die halt, keine Ahnung, gekostet. Also, die kosten halt locker mal an 10er oder kosten mal 10, 15 Euro mehr auf, ja, auf Spreadshirt. Mertirono. Was? Mertirono. Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. So. Sie lesen ganz sicher hier mit. Mitlesen tun sie, aber schreiben können sie nicht. So, servus. Servus mit Rono. Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Mein Bruder, hast du eine. Was? Tössert von dir. Kaufit. Sehr. Was? Sieht voll gut aus. Ich kümmere mich mal drum, Moment. Ich schalte sie gleich mal wieder online. Die hier, das hier oben wird erst einmal noch der alte Shirt, der Seedshirt sein. Der wird vermutlich noch eine Zeit lang gesperrt sein. So, ich poste mal einen Link, das ist der Poster-Shop, da gibt's auch das Poster hier, das hier noch nicht. Aber darum kann ich mich kümmern, dass es auch die nächste Zeit gibt. Aber das hier gibt es da schon. Ich habe ihn gerade erst freigeschalten. Kann jetzt sein, dass es noch ein paar Minuten dauert. Man kann bei mir im TS eventuell schon mal mit mir reden. Das kommt immer drauf an. Mit Abonnenten-Button kannst du dir den Abo-Rang holen. Und dann kannst du, hast du gute Chancen, mal mit mir zu reden. Wo sieht man die Abonnentenzahl? Wenn du oben, hier oben ist doch der Kreis mit meinem Logo, also beziehungsweise mit meinem Profilbild. Wenn du da drauf klickst, öffnet sich ein Fenster und da steht die Abonnentenzahl dabei. Alle Äpfel. Hast du vor, auch so Merch-Hoodies machen? Ich habe ja eigentlich auch einen Shirt-Shop, aber ich denke, ich werde hergehen, den anderen Shop nicht wieder freischalten. Und werde das nur noch über den Shirt-Shop über den Spreadshirt machen, über den einen hier machen, weil ich habe ja 2 Spreadshirt-Shops. Einen für Poster, einen für T-Shirts. Aber ich werde es, denke ich, so machen, dass es in dem Poster-Shop mit drinnen ist. Kann auch sein, dass der Link sich demnächst nochmal ändert. Da werde ich dann den Link auf den kompletten Shop ändern. Muss mal schauen. Sonst habe ich wieder 2 Shops, das ist scheiße. Meist auf PC, die App ist schrecklich. Was? Ah, danke. Und mein erstes Mal. Was? Und moin erstmal. Achso, Servus Apfel, ja. Klar.
Ja, und beim Computer musst du oben bloß, da hast du halt das Bild, rechts ist der Chat und oben ist das Profilbild mit dem Drachen offiziell Logo für die Abonnenten. Und da drückst du einfach drauf und dann siehst du es. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Hier neben dem Ding steht bei mir noch, wie viele Subscriber gerade da sind und zuschauen. Die App bleibt dann hängen, sagt Rixi. Ich benutze die App so gut wie nie. Pogoa, danke schön für die 50 Likes. Bei mir funktioniert die App tadellos, aber du hast schon recht, auf dem PC kannst du mehr Sachen machen, aber die App reicht mir, ist ziemlich nice. Ja, das ist halt jedem selber überlassen. Ich persönlich bin lieber am Computer als an der App. Aber ich bin generell lieber am Computer als am Handy. Wie geht's deinem Pferd? Ich hab kein Pferd. Ich hatte noch nie ein Pferd. Meine Mutter hatte ein Pferd. Und jetzt tu mir bitte den Gefallen und komm nicht mit solchen Geschichten um die Ecke. Auf welches Festival gehst du als nächstes? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Weil es letzten Endes niemandem was angeht. Die einzige Ausnahme wäre, wenn ich irgendwohin eingeladen werden würde. Und dann auch heißt, ich soll dahin, beziehungsweise ich soll Bescheid geben, dass ich da bin. Aber da müssten dann vorher Sachen passieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie muss halt irgendwie dann im Security-Bereich geben und so, wo ich dann mich aufhalten kann. Ich habe mich beschwert, warum ich wenige Abos habe, sondern ich habe gesagt, dass ich das traurig finde. Und dass ich das nicht verstehen kann. Ja, und es fehlt, und es, wenn du dich auf Martino beziehst, Fehlkauf, das ist illegal. Derzeit habe ich keine Haustiere, nein. Meinte auf Festival als Schlafplatz, auch so. Keine Ahnung, was clean and silent jetzt mit Abos zu tun.
500. Nee, ich habe Clean and Silence nicht gelesen. Entschuldigung, mein Fehler. Darum habe ich extra dazu gesagt, wenn du dich auf Martino beziehst. Entschuldigung. Wenn du schon einen Abo-Rang hast im TS, dann weiß man es daher. Wenn du keinen hast, dann ist es nur eine Vermutung vermutlich. Außer du heißt hier wie im TS. Teilweise ja, teilweise nein. Es kommt darauf an, welchen Drache du meinst. Die Bilder habe ich, also die Drachenbilder sind eigentlich alle von Fans geschenkt worden. Beziehungsweise von einer Bekannten, damals wurde mir das eine Bild gemalt. Julian, dankeschön. Voll krass, ey, wieder 400 Likes, der Wahnsinnige, ey. Ich versuche es nochmal, hast du Poster selbst, also haben wir schon? Okay, ich meine das Drachenbild. Ja, ich habe zwei Drachenbilder. Wobei ich nicht weiß, in dem Shop habe ich da jetzt beide. Ne, es sind noch relativ wenige. Also da das Drachenbild, ja, das ist von einer Bekannten damals gemalt worden. Das habe ich jetzt schon vier Jahre, sowas in dem Dreh. Okay, ich meine das Drachenbild hatten wir schon, aber was habt zwar selbst wenig Geld in diesem Monat, aber das ist, es ist mir wert. Das wird es nächsten Monat auch noch geben. Keine Sorge, Julian, es wird es nächsten Monat auch noch geben. Und Poster, also Shirts und so weiter gibt es auch noch, wie gesagt, da kümmere ich mich noch drum. Ich überlege das nachher mal, wie ich das mache. Danke für die ganzen Likes, Leute. Nein, Rainer soll schon selber überlegen, ob er mit dem quatschen möchte oder nicht. Okay. Gibt's hier einen neuen Shop, ja? Aktuell nur den Poster-Shop von Seedshirt. Aber ich denke, ich werde es so machen. Ich habe den Link mal reingepostet. Dankeschön, Dragon. Aber ich denke, ich werde es so machen, dass ich jetzt die anderen Shirts aus dem ursprünglichen Spreadshirt auf den Shop übertragen werde. Und dann den Link werde ich nochmal ändern, denke ich, von Drache Offiziell Poster Shop zu Drache Offiziell Shop. Oder vielleicht auch nicht Drache Offiziell Shop, sondern Drache Offiziell oder irgendwas werde ich mir schon überlegen. Aber dann habe ich nur noch einen Shop, weil ich habe ja so zwei Shops gehabt, weil ich das Merchandise verkaufen wollte, weil ich die Poster verkaufen wollte und das Merch. Also die Shirts und so weiter. Der einzige Nachteil,
Das ist meine Frage, die ich jetzt an euch habe. Und zwar, ihr kennt ja mein Shirt, was ich habe, was ich ja mal auch schon angehabt habe, wo vorne das Drachenlord drauf ist, mit dem Bild auch, wo oben drüber Drachenlord steht. Und dann gibt es das, wo ich, und da habe ich hinten drauf diesen weißen Drachen. Die Frage ist jetzt an euch, der wäre nämlich scheiße teuer auf Spreadshirt, wenn ich den vorne und hinten bedrucke, das Shirt. Aber wollt ihr, dass ich das beides bedrucke? Soll es vorne und hinten bedruckt sein, das Shirt? Es ist auf Spreadshirt, es ist halt sauteuer. Die Frage ist halt, ob euch das interessiert. Ich meine, ich kann es auch mal probieren, wenn es nicht gekauft wird, kann ich es wieder rausnehmen. Wie teuer wäre das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weiß ich auswendig nicht. Ich kann es mal schnell testen, ne? Kryos, Text, Dankeschön. Ich kann mal kurz nachschauen. Sekunde. Wenn wir dann geschenkt haben, wenn ich dann mal groß bin, werde ich Astronaut. Hätte und will zu den Sternen rauf. So. Kann sein, dass die Verbindung gleich schlecht wird. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das erst hochladen. Vergelt, danke für die Abonnierung. Willkommen bei Drachen. So. Tarasino, danke schön fürs Abonnieren. Fürs Abonnieren für die 50 Likes. Verstehen, denn du solltest sie nehmen. Du solltest mein Leben erfüllen mit Glück. Ich wollte mit dir teilen, jedes einzelne Stück. Und ich blick jetzt zurück und es scheint so verrückt. Denn du bist der Grund, warum mein Herz erstickt. Ich bleib stehen und wird schwarz wie die Nacht. Ich hätt's nie gedacht, doch du hast es vollbracht, dass ich etwas empfind, was man Leben nennt. Dieses so. Kleine Gefühl, weil mein Herz wieder brennt. Doch der Schmerz in mir kennt dieses Leiden der Liebe. Die Angst und den Hass, den ich wieder einmal spüre. Ich hab Angst, dich zu verlieren an einen anderen Mann, der dir das, was ich dir nie bieten kann. Und ich hasse dich dafür, weil die Angst in mir ist. Und ich hasse dich, weil du wie alle anderen bist. Wenn Liebe nur ein Wort ist, sag mir, was ist dein Hass? Nur ein Gefühl auf dem Weg ins Grab, wenn du kein Wort weißt. Sag mir, wo ist dein Stolz? Sag mir, wo ist das Licht? Der Flamme, die ich in mir trag, wenn Liebe nur ein Wort ist. Hört ihr das? Entschuldigt, wenn ich nicht gerade auf den Chat eingehe, ich tue gerade die Shirts, ich stecke die Shirts ein.
So, Sekunde, das Männer-V-Ausschnitt geht nicht. Ausschnitt. So, Moment. Ich muss jetzt gerade mal alles anpassen, da wird es aber auf einen Schlag gleich 20, 30 Dinger sein. Schwarz, schwarz. Das Dumme ist, hat er, bei dem Design, das ich gerade mache, muss es alles schwarz sein. Okay, Sekunde, Button. Schürze. So, das wäre jetzt das. Kann ich nicht, weil ich die App jetzt nicht anhabe, die muss ich jetzt erst anschalten. So. Ich werde dich niemals verlassen, auch wenn meine Beziehung fällt ab. Und wenn du mich wieder liebst,
los ist mit dir? Letzter Tag bist du so anders und irgendwie so komisch zu mir. Ich will Ruhe und kapier nicht, dass du Zeit für dich brauchst. Mir geht es scheiße, doch dir macht es nicht aus. Und ich weiß nicht, warum alles schief läuft. Vielleicht sind wir beide zu jung oder einfach zu dumm, eine Beziehung zu führen. Nicht alt genug, um diese Liebe zu spüren. Doch ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr weiter kann. Doch irgendwie fangen wir immer nur zu streiten an. So, ich habe jetzt mal einen ganzen Haufen neuer Shirts reingehauen, alle mit dem Drachenlord-Logo, mit dem hier, wo oben drüber Drachenlord steht. Wieder keinen Empfang. Na komm schon, du blöder Empfang. Ich hasse mein Leben manchmal echt. So, ich habe den Link mal geändert, der sieht jetzt so aus. Wenn ihr mal reinschauen wollt, könnt ihr mal reingucken. Da sind jetzt auch verschiedene Sachen schon mit drinnen. Kriege ich jetzt mal Empfang hier oder nicht? Mann, ey. Normalerweise habe ich hier an der Stelle immer Empfang. Das regt mich gerade auf. Es ist jetzt nur ein Design im Moment, was ich da hochgeladen habe. Aber es sind verschiedene Produkte, verschiedene Shirts. Könnt ihr euch mal aussuchen, wenn ihr was wollt, wenn euch was interessiert. Ich werde da, denke ich, auch noch die anderen Shirts reinmachen, dann beide Seiten. Na, also geht doch.
nicht verarschen, ich habe doch Empfang. Was ist denn heute wieder los mit dem blöden Ding? Ja, hallo, hier ist Winkler. Und zwar sind schon wieder so Idioten vor meiner Haustür, die jetzt hier gerade Musik aufdrehen, hier einen Lärm machen wie sonst was. Die haben auch schon Sachen rumgeschmissen gerade. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr euch mal umschaut. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank. Falls sich was ändert, sag ich Bescheid. Danke. Ciao. Entschuldigt mal kurz, es wird wahrscheinlich gleich laut, ich warne euch vorher. Du
doch hab ich mir gerne nur deine Gefühle. Sollten sie jetzt vielleicht mal begriffen haben, dass sie vielleicht mal die Schnauze halten. Laut ist egal, ob was stört, glaub mir, wenn ich wirklich aufdrehe, stört dich das auch. Ich habe jetzt extra gemutet. Wenn ich rausgehe, gibt's Tode. So Leute, ich habe jetzt nochmal weitere Designs hochgeladen. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, denke ich. So ein paar Minuten wird es dauern, bis das alles hochgeladen ist. Jetzt sind zwei neue Designs hochgeladen als Shirts. Ich kümmere mich darum, dass ich in den nächsten Tagen dann noch ein paar Sachen hochlade. Vielleicht mache ich das jetzt dann auch noch gleich. Servus United. So, einen Song machen wir noch und dann gehe ich erstmal offline. Und ich lade noch ein paar Sachen auf den Shop hoch. Kommst du wieder an? Weiß ich noch nicht. Falls euch die Sachen im Shop interessieren, ihr habt ja jetzt den Link mal exklusiv im Moment. Speichert euch den, wenn ihr wollt, mal ab und wartet aber mal bis heute Abend. Ich denke, bis heute Abend habe ich alles installiert, was ich möchte. Wenn ich jetzt endlich mal einen Zeichner hätte,
Dann hätte ich vielleicht, also jetzt mein, der Designer, den ich jetzt hatte wegen dem anderen Shop, das hat sich jetzt erledigt. Wenn ich jetzt Grafik hätte für, wenn ich jetzt jemanden hätte, der zeichnen kann, dann hätte ich auch ein richtig geiles Shirt eigentlich noch. Da habe ich ja ein richtig geiles Design vor, das habe ich ja neulich irgendwann mal im Stream schon mal erzählt. Was ultra sarkastisch sein sollte, ist einfach ich am Schlagzeug auf einer Wolke, wo Blitze rausjagen, in Hater einschlagen und oben drüber steht, wenn Gott Schlagzeug spielt. Das war einfach, das soll einfach so dumm sarkastisch sein. Aber, ja. Na gut, Sunny, vielen lieben Dank für 50 Likes und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Danke. Dankeschön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein und ciao.